Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro, und ja, Summon of War. Endlich ist es soweit. Es ist endlich soweit. Ja, nach, oh Gott, 3, 4 Monaten? Ich weiß gar nicht. Wann haben wir British gezogen? Also den zweiten? Wann haben wir den zweiten British gezogen? Den dritten haben wir eine Woche später gezogen. Aber wann haben wir den gezogen? Weiß das vielleicht noch jemand? Kann ja unten in den Kommentaren reinschreiben. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Ich habe auch Videos angeguckt, aber so weit runter wollte ich halt nicht, beziehungsweise hatte halt nicht so viel Zeit und dachte mir dann, oh nee, ich habe keinen Bock mehr. Ja, auf jeden Fall ist es soweit, wir machen ihn auf 6 Sterne. British 2, also erweckt ist er auf jeden Fall schon. Ja, und jetzt werden wir ihn auf jeden Fall erwecken. Und was machen wir noch in dem Video? Natürlich wird im Video noch gesagt, dass ich, wie gesagt, ab morgen, wow, ja, 6.7. Ja, im Urlaub bin, bis zum 14. Also ich bin erst am 14. wieder da. Ob ich da ein Video aufnehme oder nicht, oder einen Stream mache, oder was auch immer, das spontan auf jeden Fall. Es wird was kommen, denke ich doch, ja. Und vor allem, ich will ja das auch noch zuschneiden, wegen dem, also ein Opening hat sich gemeldet für mein Urlaub-Opening. Eins würde noch fehlen. Also wer noch Interesse hat, wie gesagt, in meinem Urlaub, dass ich da ein Opening mache, kann sich gerne immer noch melden, bis, egal wann, also bis Freitag, ja, bis Freitag, weil ich denke mal, ich werde Freitag oder Samstag die Aufnahme machen von diesem Opening halt und ja, und danach halt nicht mehr. Also ich werde mir da eine Stunde Zeit nehmen, um dann, ja, und hoffentlich habe ich WLAN, ja, also habe ich kein WLAN, dann, also ich habe schon WLAN, aber habe ich schlechtes WLAN, dann fällt es leider aus, aber ich hoffe doch nicht, aber ja, ich werde mal einen Post machen für Facebook. Das habe ich mir auch vorgenommen, ja, irgendein Urlaubsbild oder was weiß ich was, keine Ahnung, von einer Muschel, nein, keine Ahnung. Aber egal, auf jeden Fall bin ich dann auf jeden Fall erstmal weg. Und, aber was noch in dem Video, ja, wir gucken uns meine Monster an. Ich habe nämlich im Stream letztes Mal nicht meine Monster gezeigt, zumindest ein paar, ja. Also ich zeige einfach mal so ein paar Monster, die ich cool finde, die ich sehr oft benutze. Monster, die ich jetzt nicht vielleicht so krass oft nutze, gucken wir uns jetzt nicht an. Aber wie gesagt, ich streame heute noch um 17 Uhr, also ist da noch Zeit, dass ihr da irgendwie fragen könnt, wie ist das geruhend oder wie ist dies geruhend oder was weiß ich. Aber erst einmal. Oh. Wow, wow, wow. Geil. Okay, hier. Ihr seht, ich mache Lucian 2. Ja, Lucian wird auch dann der nächste. Sixter. Also mein zweiter Lucian sozusagen. Also mal gucken. Ja, okay, wir entwickeln hier einfach erstmal. Wir machen jetzt hier nicht so übelstes Highlight und Bam und Bum und oh, geil, Lightning. Yo. Yes. Okay. Noch nie gesehen. Oh, 12 Stunden EP Booster. Wahnsinn. Zum Glück habe ich ja heute erst eingekauft, deswegen habe ich so wenig Kristalle. Ich bin kristallarm. Ja, ich bin richtig kristallarm. Nee, ich hab ein paar Kristallbeschwörungen gemacht, aber Leute, es ist nichts dabei. Ich sehe das gar nicht im Einkampf. Wir machen jetzt mal hier die eine Rolle hier. Opening, ja. Eine Rolle Opening. Beschwören. Wer hätte es gedacht? Kein Blitz? Okay, Material Cat. Habe ich mir nur dafür, für dieses Highlight hier, für dieses Video aufgehoben. Nein, Spaß. So, okay, wir gucken uns jetzt mal hier die Monster an. Also, Monster, die ich halt recht cool finde, ja, die vielleicht auch recht interessant sind, wie ich sie geruhnt habe, beziehungsweise ob ich sie überhaupt geruhnt habe, wie auch immer. Für was ich sie benutze, werde ich jetzt hier nochmal vorstellen. Ich hatte das gleiche schon mal bei Nat 5. Ich werde zwar jetzt ein paar Nat 5 auch wieder reinnehmen. Außer mein Orakel, das hatte ich vergessen, ja. Oh. Aber ich werde jetzt hier halt auch Nat 4 und sowas vorstellen. Also es wird jetzt hier nicht halt Nat 5 und Nat 4 und bla, sondern einfach Monster, die ich cool finde, ja. Die ich oft benutze. Die sind alle cool, ja. Davon mal abgesehen. Aber halt Monster, die ich oft benutze. Zum 10. Mal. Okay. Also, natürlich haben wir hier, okay, nein, wir fangen mit unserem Konamiya an. Konamiya ist nämlich eigentlich auch ein Mega-Monster, ja. Okay, ich benutze ihn derzeit nur für Raid. Derzeit wirklich nur für Raid. Dementsprechend gut, okay, ist jetzt geschuldet durch das Abruhen-Event, dass die jetzt natürlich noch nicht aufgewertet ist. Könnte ich aber mal machen. Könnte ich mal machen. Obwohl mir hier natürlich ein bisschen noch die Resistenz fehlt in der Rune, aber egal. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall Speed, HP, HP. Natürlich, Speedwert noch nicht so hoch. Rune ist natürlich aber auch noch nicht oben. Also der Speedwert wird definitiv noch höher werden. Hier ist es schon das Maximale mit 12. Aber so, man sollte halt auf Resistenz achten, wenn man ihn halt für Raid benutzt. Was ich mache mit ihm, auf Speed achten und auf genug HP achten. So, okay, was haben wir noch für Monster? Ich muss hier mal, was ich cool finde. Natürlich hier, nein, Sigmarus. Sind manche vielleicht erstaunt, mein Sigmarus ist arschlangsam.
Und denken sich bestimmt viele, Hilfe, was benutzt sie die? Also den. Natürlich für Drachen, ja. Für Drachen benutze ich ihn und es funktioniert trotzdem, ja. Also ATK, Crit-Schaden, ATK hier. Ja, Crit-Schadenwert von 205%, Crit-Rate von 80%. Ja, Angriff 1586, haben wir die Rune? Nee, also hier ist noch ein bisschen was. Geht noch ein bisschen was, ja. Aber die Rune lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich aufzuwerten, weil mit 3 Speed, beziehungsweise hier schon mit einem Schleifstein, ja, 9% ATK, Crit Rate 9% ist vollkommen okay, aber Crit-Schaden, ja, da gibt es bestimmt noch bessere auf jeden Fall, deswegen ist sie noch nicht weiter aufgeruht, aber so habe ich einen geruht, ATK, Crit-Schaden, ATK. Dann haben wir unseren Orion, denken sich bestimmt jetzt auch viele, ja, die Rune ist erstens auch noch nicht ganz oben, auch weil ich die eigentlich gar nicht so hoch machen will. Ihr seht das schon. Das Grauen Def plus 39, ATK plus 11 ist einfach nur Crap. Aber es, ich finde keine Fokus-Rune auf Slot 2, die passt. Ja, beziehungsweise Gewalt-Rune. Ich hatte ja mal gesagt, ich will ihn auf Tempo spielen. Will ich auch immer noch. Nur wenn ich auf ihn, also wenn ich Tempo drauf mache, dann will ich nicht nur 110 Tempo oder 115 Tempo erreichen oder 120, sondern will mehr erreichen. Und solange das noch nicht ist, werde ich ihn auch nicht umruhen. Ja, und die Runen habe ich halt nicht, diese Tempo-Runen. Aber an sich wird er halt an sich trotzdem Speed, HP, ACC. ACC wichtig, Speed wichtig. Für was ist er natürlich gut? Arena! Ob es im Angriff ist oder in der Defensive. Mega. Dann haben wir auch Poseidon, finde ich, seit 1,5, 2 Monaten so mega. Mit Zyros zusammen. Es ist einfach... Ja, mein Zyros ist langsam, ja. Natürlich muss mein Poseidon auch noch viel, viel schneller werden. Aber mega. Einfach nur geiles Monster. Und wie hier Speed, ATK, ATK. Ja, ihr seht jetzt, so langsam. Viel zu langsam, viel zu slow, ja. Aber ich habe mich auch nicht null um den gekümmert. Beim Abruhen-Event jetzt am Wochenende habe ich 2 Monster gemacht, ja. Und danach hatte ich keine Zeit mehr. Nein, ich hatte wirklich keine Zeit mehr. Ich habe 2 Monster umgeruhnt und das war's. Und Poseidon wollte ich eigentlich auch umruhen, weil da habe ich definitiv andere Runen, um ihn definitiv auch viel schneller zu machen. Aber, ja, egal. Aber an sich ist er so bei mir geruhnt halt. Er wird bei mir aber wahrscheinlich eher eine defensivere Rolle spielen, beziehungsweise tanky. Also ich will ihm auf jeden Fall mehr HP geben. So, wen finde ich noch cool? Natürlich Galle. Galle natürlich richtig, richtig mega. Aber ihr seht auch wieder hier das Problem. Speed. Viel zu wenig Speed. Ja, also ich schätze mal so ungefähr 40, 50 zu wenig Speed. Hm. Gut, Rune auch wieder nicht gemaxt. Lohnt sich aber bei dieser Rune auch schon wieder nicht. Haben wir hier. HP, ACC. Okay. Ja, also wichtig natürlich hier ACC. PvP-Bereich natürlich, das ist ja wirklich auch 100% wichtig an sich. Beziehungsweise halt ist es gut, wenn man halt so an die 100% rankommt. Speed ist natürlich wichtig, was ich hier nicht habe. Und meiner ist auf HP. Manche spielen ihn auf ATK. Ich habe ihn auf HP, weil ich will, dass er einfach nur mal auch einen Schlag aushält und so. Okay, dann gehen wir hier weiter zu meinem Theomas. Theomas ist an sich geruht. Speed, Crit-Schaden, ATK. Ja, also 75% Crit-Rate bin ich vollkommen zufrieden. 156% Crit-Schaden bin ich null zufrieden. Da geht definitiv auf jeden Fall noch was. Und mit dem ATK-Wert bin ich auch null zufrieden. Aber ich streng mich auf jeden Fall an. Wie gesagt, Speed, Crit-Schaden, ATK. 42 Speed ist auch nicht gerade die Masse. Ist eigentlich so gut wie gar nichts. Ja, ist an sich wirklich nur von dieser Rune. Und naja. Aber es ist trotzdem okay. Es ist vollkommen in Ordnung. So, okay. Wen finde ich noch cool? Natürlich hier unseren Verdehealer. Verdehealer habe ich Speed, Crit-Rate, ATK. Ihr denkt sich bestimmt, ATK? Ja, ich habe ihm ATK gegeben. Trotz, dass er so wenig HP hat. Grund, ich komme mit ihm sehr gut so mit dem Wert hin. Es wäre schön, wenn er noch 1000, 2000 mehr HP hätte. Bekomme ich vielleicht aber auch noch den Subs auf jeden Fall hin. Hier habe ich sogar noch eine andere Rune für Werde. Ich glaube, die habe ich... Wo ist denn die? Oder habe ich die jemandem anders gegeben? Ich weiß es nicht. Habe ich die? Habe ich... Nee. Ach, hier. Genau, aber da hat mir halt die Crit-Rate gefehlt. Da hoffe ich natürlich, dass bei 3 wenigstens noch Crit-Rate kommt, damit er halt ein bisschen noch schneller ist. Ja, also es ist ja dann nicht viel, aber trotzdem ein bisschen halt, ne? Oder natürlich, es kommt noch eine bessere Rune. Wow. Okay, gehen wir weiter zu... ja, Hava. Die Frage kommt oft, wie ist meine Hava gerund?
Mein Havas war früher natürlich auf Speed, da war die auch recht speedy. Jetzt ist sie ja nur noch für Necro da, nicht mehr für Riesen oder irgendwas oder für Drachen. Klar kann ich sie immer noch bei den Riesen benutzen, aber mache ich kaum noch. Ja, Hava habe ich auf ATK, Crit-Schaden ATK. Natürlich etwas zu wenig ACC, da würde ich mir auf jeden Fall noch 10-15% mehr ACC wünschen. Ja, wie gesagt, ist für Necro gedacht, ist nicht mehr für Riesen oder Drachen oder sowas da. Deswegen nur 34 Speed. Dafür aber 1141 ATK, bin ich recht zufrieden. 60% Crit Rate, ja gut, wenn ich sie als Leader reinnehme, reicht das auch. Und Crit-Schaden 127% ist noch ein bisschen zu wenig. Aber trotzdem haut sie mega geil rein. Ich finde sie trotzdem mega, mega geil. Dann haben wir hier meine Vanessa Tanky. Kein Speed auf jeden Fall, sie hat HP, HP, HP. Ja, sind auch nicht die OP-Runen, sieht man. Aber an sich bin ich erstmal so zufrieden, dass er erstmal ein bisschen HP hat. Ich habe Full HP, weil Vanessa soll nerven, ja? Sie soll nicht Damage machen, sie soll einfach nur nerven. So, dann haben wir, den habe ich nicht geruhnt, Adrian. Mein Adrian, die Frage kam, glaube ich, auch im letzten Stream, habe ich auf ATK, Crit-Schaden, HP. Warum habe ich HP drin? Ganz einfach, damit dein Necro nicht gleich abregt, ja? Also wenn er angegriffen wird, ganz einfach. Adrian, einziger Mangel, zu wenig Speed. Da fehlt ungefähr so 10, 20 Speed, würde ich jetzt sagen, damit er einfach besser zum Beispiel mit Hava zusammenarbeitet und mit Inu zusammenarbeitet und mit, ja, meiner Fei zusammenarbeitet. Bam. Genau. Oh Mann, ey. Die Müdigkeit lässt auf jeden Fall nicht nach. So, okay. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Zyros. Zyros haben wir noch. Die Frage kommt auch sehr oft. Mein Zyros ist auch nicht gerade so speedy. Deswegen ja, Poseidon sollte auf jeden Fall schneller werden. Haben wir hier 71% Crit Rate, 158% Crit Schaden und 1076 ATK. Das ist an sich das Wichtige. ACC gar nicht so viel. Brauche aber auch nicht jetzt so krass. So, also schon, aber jetzt nicht überdimensional. So, dann haben wir Colleen. Meine Colleen ist auch noch ein bisschen zu slow. Habe ich hier auf Speed HP, HP. Kein Def. Dann haben wir hier mein Velajoule. Velajoule Speed ist okay. Bin ich ganz zufrieden so. Je nachdem, in welchem Team ich spiele. Ich spiele ihn meistens in den Teams, in diesen Tanky-Teams. Und da ist er vollkommen in Ordnung. Und ich mag ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, Speed wünsche ich mir auf jeden Fall noch so 200 mehr Speed. Und dann bin ich eigentlich recht zufrieden. Bisschen mehr HP vielleicht auch noch. Wow. Okay, wen... Ja, dann haben wir hier meine Chasun. Chasun auf jeden Fall 21.512 HP. Der hatte natürlich damals, glaube fast 29.000 HP, wo ich sie noch nicht auf Speed gespielt habe. Jetzt hat sie hier eine Speed drin, Speed, HP, HP, so sieht es jetzt aus. Bisschen weniger Rest, dadurch, dass ich halt die Speedrune reingemacht habe und die Speedrune hat halt keine Resistenz drin. Leider. Deswegen ist die Resistenz natürlich echt gesunken, aber sie gefällt mir auf jeden Fall auf Speed besser. Also wer sich die Frage stellt, Speed oder HP? Chasun auf Slot 2, Speed. Dann haben wir meinen Tesha hier. Tesha hat 68% Crit Rate. Ja, 2% zu wenig. Ja, ungefähr. Sagt man ja so 70% so eine Marke, aber ich bin trotzdem okay. Ja, er fehlt öfters und ich fluche öfters über ihn, aber wenn er mal nicht fehlt, ja, dann bin ich echt zufrieden. Hat Crit-Schaden 211% und ATK von 1693. Das ist auch das an sich, was wichtig ist. Speed geht auch. Ist in Ordnung dafür, dass ich keine Speedrune drin habe an sich. Ja, dann haben wir hier mein Rittish. I love Rittish. Ja, sind wir gleich beim Thema. Ja, Rittish natürlich hier. Ja, 26.464 HP, 378 Def noch extra, 55 Speed, nur 10% ACC. Grund, mein anderer Rittish, den ich jetzt gerade gemacht habe, ja, ist ja eh noch nicht so wirklich geruhnt. Ja, ist alles hier, ja, die Runen stimmen schon, aber es hat noch nichts aufgewertet. Den möchte ich natürlich mit mehr ACC auf jeden Fall dann sehen. So, okay, was gibt's noch so? Dann haben wir hier meine lebende Rüstung. Lebende Rüstung ist an sich, ja, Frostdrache und Wächter geruhnt. Haben wir hier Def, HP, Def. Ja, also zweimal Def. Wünsche mir auch noch mehr Def, mehr HP, ein bisschen mehr Speed. Das sind so meine Wünsche hier an die lebende Rüstung. Wo aber auch nicht unwichtig ist ACC. Und Resistenz. So, okay. Was mal, wie viel Resistenz hatte ich? 60%. Ja. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier mein Ashir. Ashir hat 62% Crit Rate, 181% Crit Schaden. Ist ein bisschen, ist ein bisschen weniger Schaden geworden. Er hatte über 190% Crit Schaden.
Und auch ein bisschen mehr HP, aber ich musste halt ein paar Runen beim vorletzten Abrun-Event rausnehmen, leider. Ja, dann haben wir hier Jultan, der aber auch noch keine hoch aufgemaxten Runen hat, außer die hier. Mit 28.108 HP, nicht so speedy, einfach nur tanky gebaut, sonst an sich nichts. Ja, ist halt cool, wenn ich ihn mitnehme, beziehungsweise in der Dev, GK-Dev zum Beispiel habe. Ist zwar langsam, aber trotzdem ist er gefährlich. Wenn er jetzt noch mehr HP hat, so 35.000, ja. Also plus 35.000 wäre natürlich geil. So, Fei. Fei auf jeden Fall hier. Oh, Schatzi. Ja, hier bist du. Okay. Haben wir hier ATK, Crit-Schaden, ATK. Ist langsam, weil sie für Necro gebaut ist. Sie ist definitiv für Necro gebaut. 58% Crit-Rate. Warum 58% Crit-Rate? Viel zu wenig. Aber nicht mit der Leader-Fertigkeit von Hava. Und die arbeiten halt zusammen. Hab 181 Crit-Schaden und 1153 ATK. Natürlich ist immer was oben offen, ja. Es gibt immer ein paar geile Special-Runen, ja. Also ich habe hier jetzt auch so echt Standard-Runen drin. Okay, die hier finde ich halt recht cool mit Crit-Rate plus 11%. Für eine Crit-Schaden-Rune 6 Sterne, nicht schlecht. Abgesehen davon von ATK plus 14, Def plus 12, aber vielleicht finde ich da ja irgendwann mal ein Juwel. So, okay. So, das waren jetzt erstmal die Monster, die ich halt so vorstellen wollte. Natürlich hätte man jetzt noch viel, viel mehr vorstellen können. Ah, Verumos machen wir noch ganz kurz. Hier haben wir hier Speed, HP, ATK. Warum ATK? Weil ich auf Slot 1 hier ein bisschen mit HP raushole. 76 Speed schnell mit, hat ein ATK noch von 682 und 13.391 HP extra. So, ACC von 68%, Resistenz, ja, geht, ne? Und ja, Crit Rate, ja, also mit Leader Crit Rate, dann habe ich vielleicht noch den Schub und haue noch einen Crit-Schaden extra von 54%. Wow. Okay, gut. Also ich wollte einfach nur eine kleine Vorstellung, weil ich das halt im letzten Stream nicht gemacht habe. Es war nichts Besonderes jetzt, was ich hier gesagt habe. Kauro ist auch irgendwie müde gerade. Ich muss auf jeden Fall nochmal in die frische Luft, bevor ich hier streame, sonst schlafe ich ein. Oh ja, aber ihr müsst mich auf jeden Fall auf Trab halten. Oder auch nicht, wie auch immer. Also ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Und ja, bis dann und viel Spaß und tschu tschu.